Sportstadt Dessau-Roßlau beim Finale der Darts-Weltmeisterschaft 2016 in London. Die Darts-WM wird seit 1978 ausgetragen, seit 1994 auch vom Profiverband der PDC. Grüße nach Wernigerode. Ja, wo kommst du her? Aus Dessau. Phil Taylor, der berühmteste Dartspieler der Welt, ist 16-facher Weltmeister. Max Hopp, ein junger deutscher Spieler, wurde 2015 Jugendweltmeister. Mit riesiger Vorfreude fieberten wir auf die Darts-WM hin und waren überglücklich, als wir dann auf unseren Table Seats im Alexandra Palace saßen. Jeweils mit Giraffen- und Pilotenkostüm waren wir passend gekleidet. Knapp 3000 Zuschauer sahen dann das Finale zwischen Gary Anderson und Adrian Lewis, darunter auch viele Deutsche. Lassen wir uns hier nicht gefallen. Die Darts-WM war ein absolut klasse Erlebnis. Auf unseren Tischen lagen etliche Sachen, die wir kostenlos als Andenken mitnehmen konnten. Zum Beispiel die riesigen Schaumstofffinger oder die 180-Pappschilder. Am Ende gewann der Schotte Gary Anderson. Während der Veranstaltung schrieben uns Freunde, dass sie uns im Fernsehen gesehen haben. Wie zum Beispiel hier bei Sport 1.
Erste WM-Final-Niederlage von Lewis. Mhm. It's only one Fritz Alles. One Fritz Alles. Walk in the land, sing the song. Walk in the Alles Wonderland. Walk in the land, sing the song. Walk in the Taylor Wonderland. There's only one Fritz Taylor.